Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FX Flat Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader zu dem heutigen Webinar. Bevor wir loslegen, kurzer Test, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob Bild und Ton Übertragung soweit passen, dann weiß ich, dass sie von der Technikseite her alles in Ordnung ist. Aber ich habe schon das Feedback bekommen. Okay, das scheint alles zu funktionieren. Vielen Dank dafür. Ja, Gina Trader Mercury, Teil 4 von 5. Das heißt, heute findet der vierte Teil unserer fünfteiligen Webinarreihe statt. Sehr, sehr spannendes Thema auch wieder heute. Wir hatten ja, wie gesagt, in den ersten drei Teilen unterschiedliche Themen abgehandelt. Gilbert Kreuzthaler, den ich auch hier auf diesem Weg ganz herzlich wieder erneut begrüße, wird Sie auch heute wieder durch das Webinar begleiten oder durch das Webinar führen. Wir hatten im ersten Teil die Grundlagen der Agena Trader Mercury Version, ja, Überblick über die Funktionalitäten, wie kann ich eine Verbindung herstellen zu FXFET bzw. zu CapTrader, Datenfeed, Kontoeinrichtungen, Multi-Brokerage, ja, das waren so die Themen des ersten Webinars. Dann haben wir im zweiten Teil, ist Gilbert halt auf die Möglichkeiten der Darstellung des Multi-Time-Frames eingegangen, also verschiedene Zeiteinheiten, die man miteinander kombinieren kann, Chart-Trading, Indikatoren und so weiter. Und im dritten Teil hatten wir dann letzte Woche die Order-Möglichkeiten im Agena Trader, verschiedene Order-Verbindungen, OCO-Order, If-Done-Order, ORO, ja, also One Reduces Other, also sehr, sehr intelligente Order-Arten auch, die halt wirklich den Trader hier beim Traden unterstützen. Ja, verschiedene Order-Templates, wie kann man sich die einrichten, abspeichern und so weiter. Ja, auf den QuickTrader wurde eingegangen aufs DOM, ja, also verschiedene wichtige Themen rund um die Order-Möglichkeiten im Agena Trader. Falls Sie einen der drei Teile oder auch alle drei Teile verpasst haben sollten, haben Sie die Möglichkeit natürlich, sich das bei uns im Videoarchiv anzuschauen. Möchte ich noch ganz kurz eingangs zeigen, hier unter Training, Videos. Ja, finden Sie ja die unterschiedlichsten Kategorien hier bei uns und hier ganz zentral in der Mitte finden Sie die Kategorie zum Agena Trader. Ja, und wenn Sie hier auf den Button klicken zu den Videos, dann finden Sie sämtliche Aufzeichnungen, die wir hier in unser Archiv gestellt haben. Und natürlich die letzten drei Videos ist Agena Trader Mercury Teil 1, 2 und 3. Ja, der vierte Teil findet, wie gesagt, heute statt und der fünfte Teil dann nächste Woche am 21. August wieder um 18 Uhr. Ja, aber natürlich können Sie sich natürlich auch alle möglichen weiteren Aufzeichnungen hier anschauen, die wir hier in der Vergangenheit hatten. Ja, also mit Carsten Berger, einige Webinare, die wir hier hatten, Sportstrategie mit Oliver Schwab, Martin Görsch und so weiter und so fort. Ja. Okay, das dazu. Gilbert, dich begrüße ich auch ganz herzlich. Ich ernenne dich noch eben kurz zum Organisator. Dann solltest du mich auch hier mit mir kommunizieren können. Wenn du soweit bist, können wir gerne loslegen. Schalte ich zu dir rüber und wünsche Ihnen als Teilnehmer natürlich viel Spaß. Und ja, nutzen Sie die Möglichkeit, auch gerne über Chat Fragen zu stellen. Ja, also das Webinar interaktiv zu gestalten. Ich denke, dann haben Sie auch noch einen deutlichen Mehrwert, wenn Sie hier live die Fragen an Gilbert praktisch kommunizieren können. Ja, Gut. Andreas, vielen Dank. Ich bin jetzt drinnen im Room. Okay, Ja, dann schalte ich zu dir rüber. alles klar. Okay, super. Also, es kann losgehen. Ihnen viel Spaß bei dem Webinar und ich sage einfach mal bis später. So, was sieht man jetzt? Ja, okay, richtig Bildschirm. Ja,
Vielen Dank nochmal, Andreas, für die Anmoderation. Vielen Dank auch, dass ich heute wieder ein Webinar hier mit der Agena Trader Mercury Version mit CapTrader FX Flight hier halten darf. Ich möchte auch Sie sehr herzlich dazu begrüßen, dass Sie hier wieder den heutigen Abend damit verbringen können, hier ein paar Funktionalitäten der Mercury Version hier vorzustellen. Mein Name ist Gilbert Kreuztaler, CEO von Agena Trader. Ja, und wir werden heute also die restlichen Funktionalitäten der Mercury-Version durchmachen. Die habe ich schon mal kurz gelistet. Einige haben wir ja schon einmal kurz angeteasert im ersten Webinar. Werden wir heute ein bisschen weiter darauf eingehen, wie man das verwenden kann, wo es Sinn macht, wie zum Beispiel als Arbeitsplatzgestaltung, noch mal kurz darauf hinzuweisen, die Instrumente, wie man hier mit dem Instrument Escort hier arbeiten kann, beziehungsweise Listen runterladen, was ja auch immer wichtig ist, die aktuellen Werte sich immer wieder runterzuladen. Kurz den Futures-Kalender noch anzuschauen, ist natürlich dann wichtig, wenn man Futures handeln möchte über CapTrader. Preisalarme, was die können, wie man die hier manipulieren kann, nochmal kurz in Erinnerung rufen. Dann werden wir heute kurz eintauchen in die Scanner- und Watchliste, was man hier machen kann, wie man hier nach Werten scannen kann. Die Konfiguration, was man in Agena alles einstellen kann, hier werde ich noch kurz eingehen drauf. Dann aber auch kurz in die Programmierung. Wir haben hier ja auch den Agena-Script, wo man sich dann auch selbst den einen oder anderen Indikator auch programmieren kann. Das werde ich nur kurz einmal zeigen, wie das funktioniert. Und dann ganz zum Schluss noch, wo man am besten dann Ausbildung findet, Unterstützung in Richtung unserer Dokumentation, Online-Hilfe und so weiter. Das werde ich Ihnen kurz noch zeigen. Ja, dann werde ich gleich mal loslegen. Damit sind wir dann heute auch durch mit den ganzen Funktionalitäten der Mercury-Version, wenn wir das hier erklärt haben. Das nächste Webinar ist ja dann, was kann die Andromeda? Es gibt eine Upgrade-Möglichkeit auf die Andromeda-Version. Da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Da gibt es natürlich dann um einiges mehr Funktionalitäten, die hier dann noch gezeigt werden. Fangen wir mal an mit dem Arbeitsplatz. Wir haben ja die Funktionalität, also dass wenn man sich von der CapTrader oder von der FXPlate-Seite sich den Demo-Schlüssel holt, den eingibt, dann landet man ja automatisch hier in diesem Arbeitsplatz, wo man FXPlate Forex, FXPlate deutsche CFDs, Indizes und US-CFDs mal sieht. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Das ist mal ein Vorschlag, der ist in Zusammenarbeit mit FXPlate ausgearbeitet worden, dass das Sinn macht, hier in dieser Art und Weise anzuzeigen. Es macht dann Sinn, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen neuen Arbeitsplatz einrichtet, wenn man zum Beispiel jetzt CFDs Forex handelt. Und wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt meine Aktien und ich möchte meine Futures von CapTrader in einem eigenen Workspace handeln oder in einem eigenen Arbeitsplatz handeln und möchte das nicht miteinander vermischen, dann hat man hier grundsätzlich die Möglichkeit, dass man sagt, ich halte, oder es können auch andere ausschlaggebende Gründe sein, dass man sagt, ich möchte hier meinen Marktvorbereitungs-Workspace haben, da möchte ich sehr, sehr viele Werte durchscannen. Aber dann, wenn ich wirklich dann ins Trading komme, dann möchte ich einen sehr schlanken Arbeitsplatz haben, dann möchte ich nicht zu viele Werte drinnen haben, die vielleicht an Ressourcen kosten, wo man dann wirklich sehr, sehr schnell, effizient dann arbeiten kann und auch nicht zu einen zu überladenen Arbeitsplatz hat. Also das kommt immer darauf an, wie man es haben möchte. Ich zeige jetzt hier mal grundsätzlich, wie man jetzt sich einen neuen Arbeitsplatz einrichtet. Sie können dann entscheiden, für welche Zwecke, wenn Sie einen anderen Arbeitsplatz haben möchten, wie Sie sich denn dann selbst gestalten möchten und für welche Zwecke Sie dann auch diesen Arbeitsplatz hier sich herrichten möchten, wenn es ein zweiter sein soll. Arbeitsplatz, Sie sehen hier die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Es gibt hier Speichern unter, einen neuen erstellen, einen bestehenden Arbeitsplatz entfernen zum Beispiel und hier, wenn Sie sich mehrere Arbeitsplätze schon erstellt haben,
haben Sie die Möglichkeit, auf einen anderen Arbeitsplatz zu gehen. Legen wir mal einen neuen an. Sie werden natürlich immer gefragt, weil es kann ja sein, dass Sie hier Änderungen gemacht haben, die noch nicht gespeichert sind im Arbeitsplatz, dass Sie hier, dass man hier mal bestätigt, ja, ich möchte meine letzten Änderungen, die ich gemacht habe, auch wirklich abspeichern. So, jetzt komme ich hier her und kann sagen, ich möchte hier den CapTrader-Arbeitsplatz haben. Sag hier okay und ich lande hier in der leeren Wiese. Jetzt haben wir ja bereits gesehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, zum Beispiel verschiedene Chart-Container aufzumachen, entweder Einzelcharts oder eine List-Chart-Gruppe, beziehungsweise Watchlisten, ein Tom, Times and Sales-Listen, dass man sich hier für genau das einrichtet, was man gerne haben möchte. Wir geben jetzt mal eine Aktienliste und eine Futures-Liste hier ein, wählen hier aus List-Chart-Gruppe, ich wähle mir hier aus den NASDAQ 100. Wo finden wir denn? NASDAQ 100, 100, ich möchte den gerne sehen in 5 Minuten, in 10 Minuten, in 15 Minuten und in einer Stunde vielleicht. Und kann sich hier natürlich eine Vorlage auswählen, machen wir jetzt mal nicht. Wir zeigen das Ganze mal an, wie sie defaultmäßig hier vorgeschlagen werden. Kann hier auswählen, wie viele historische Candles ich in jedem Chart sehen möchte. So, sage hier okay. Okay. Das falle ich immer selbst wieder rein. Gut. Jetzt haben wir hier eine Liste ausgewählt, die den NASDAQ 100 anzeigt, wo wir hier sehen, Ask Bid, letzter Last Price und der letzte Zeitpunkt der letzten Änderung, dass man auch sieht, wann haben die sich diese Werte hier geändert. Möchte mir jetzt aber noch auch die meistgehandelten Futures anschauen. Most Traded Futures. Wähle mir wieder aus, meine Zeiteinheiten, die ich sehen möchte, mögen vielleicht bei Futures anders sein, dass ich hier sage, ich möchte die 1 Minuten, die 15 Minuten, eine Stunde sehen, wie auch immer. Ich sage auch hier hinzufügen. Wähle die vorgewählten ab und komme hier rein jetzt mit 3 Zeiteinheiten, die ich mir hier zuvor ausgewählt habe. Also hier waren es 4, hier waren es 3 Zeiteinheiten. Jetzt möchte ich noch sehen meinen die Orders zum Beispiel und die Trades, die bereits durchgeführt worden sind oder die gerade am Laufen sind. Und hier kommt man dann, kann man auswählen hier die Handelsinformation, Order Manager. Da komme ich heute noch näher darauf zu sprechen dann gleich. Das sind mir hier auswählen Order Manager und ich wähle mir noch aus den Trades Manager. So. Und damit haben wir mal grundsätzlich die Funktionalitäten, die wir gern sehen möchten. Und die kann ich mir jetzt natürlich noch einrichten. Das wissen wir, haben ja schon gezeigt, dass wir hier dieses Docking-Dubs-System haben, wo man sich seine Informationen nochmal unterteilen kann in unterschiedliche Container. Und wenn das für mich mein idealer Arbeitsplatz für CapTrader ist, dann kann ich mir den jederzeit abspeichern und gehe hier als Arbeitsplatz speichern, damit ist halt hier abgespeichert und wenn ich jetzt wieder zurückwechseln möchte auf meinen FXFlat Workspace, ganz einfach hier auf Menü Arbeitsplatz wechseln wir zu FXFlat, dann werden wir natürlich hier zur Sicherheit nochmal gefragt, wollen wir den abspeichern? Ja, und dann sehen wir auch gleich wieder den FXFlat Workspace. Das heißt, es ist relativ einfach, hier unterschiedliche Workspaces hier aufrufen. Man kann hier wirklich sehr schnell von einem Workspace in den anderen wechseln und verliere hier nicht sehr viel Zeit und kann mir wirklich für meine verschiedenen Zwecke, wie gesagt, Marktvorbereitung, ich habe einen eigenen FXFlat Workspace, einen eigenen CapTrader Workspace, was auch immer, kann ich mir das hier einrichten und für meine unterschiedlichen Zwecke hier meine Arbeitsplätze bauen.
Also das ist eine relativ sehr hilfreiche Funktionalität, die man hier im Agenda Trader vorfindet. Ja, das wäre, schau jetzt gerade, hier haben wir, das war Arbeitsplätze, jetzt schauen wir uns mal die Instrumente an, was bei den Instrumenten wichtig ist. Das sind natürlich hier diese Symbole, manchmal werden sie Symbole genannt, manchmal Instrumente, die man hier sieht, die müssen natürlich eingerichtet werden. Der China ist ja eine Multi-Connectivity-Plattform, das heißt einerseits verbinden wir hier zu Teletrader, andererseits kann man zu Interactive Brokers verbinden, wir können hier zu FX Fed verbinden und so weiter. Es gibt auch für Pro Trader gibt es auch FX Fed Pro. Das heißt, die haben alle unterschiedliche Definitionen, Instrumentdefinitionen. Und zwar das sieht man hier, wenn man hier draufklickt, sieht man, welche Einstellungen dieses jeweilige Symbol hat. Es gibt natürlich die Symbole, die in US-Dollars gehandelt werden, es gibt wieder welche, die in Euro gehandelt werden. Wir sind hier in der US-Liste und sehen hier natürlich in Währung US-Dollar. Wir gehen auf die Forex-Liste, machen hier einen Japan-Yen, britisch Pfund, Japan-Yen auf und man sieht hier, in welcher Währung eigentlich der gehandelt wird. Das heißt, dieser Wert wird in Japan-Yen, sieht man auch hier, an dieser Wertigkeit hier wird in Japan-Yen gehandelt. Was man aber hier auch sieht, ist, dass es hier unterschiedliche Einstellungen gibt, unterschiedliche Mappings. Und diese Mappings, die muss man natürlich runterladen und muss man irgendwo herbekommen. Von vornherein ist nicht alles geladen im Agenda Trader. Das heißt, wenn man eine neue Verbindung sich hier einrichtet, Interactive Brokers zum Beispiel, CapTrader, dann müssen wir natürlich die ca. 100.000 Symbole, die man über Interactive Brokers dann schlussendlich irgendwann mal handeln kann, wenn man jetzt wirklich ja Futures und die ganzen Aktienwerte weltweiten Börsen hier sich importiert, bekommt man eine Riesenmenge von Instrumenten zusammen. Und das ist natürlich nicht alles vorinstalliert und vorgeladen. Und daher muss man sich diese Instrumente, diese Symbolmappings laden. Es schaut bei uns immer so aus, dass man hier einerseits ein Root-Symbol hat, so wie man es kennt, und dann hat aber jeder Broker seine eigenen, wie man sieht hier, Interactive Brokers hat hier GBP, Japan Yen und so weiter, FX Flat hat hier eine eigene Mapping drinnen. Das heißt, hier kann man ganz einfach sich anschauen, oder hier bringen wir das Root-Symbol mit den verschiedenen Mapping-Symbolen des jeweiligen Brokers, der jeweiligen Verbindung zusammen. Und wie das funktioniert, das wird einem am Anfang, wenn man jetzt hier die Verbindung aufbaut, automatisch gemacht, aber das soll man natürlich auch immer wieder nachmappen, weil es kann natürlich passieren, wenn man hier auf Instrumente geht, dass man hier zum Beispiel Instrumentlisten drinnen haben, wie zum Beispiel der DAX 30 oder der Nasdaq 100, die sich natürlich immer wieder mal ändern. Das heißt, hier kann es natürlich passieren, dass der Nasdaq 100 mal anders ausschaut oder der Russell 2000, natürlich der ändert sich die ganze Zeit, falls wir den jetzt geladen haben, oder ein S&P 500, falls wir uns das den über CapTrader hier handeln möchte, dass man hier natürlich, dass sich das ändert und dass man hier immer wieder nachimportieren soll. Und das geht ganz einfach, dass man hier auf die Tools geht, auf Einstellungen, Instrumente, Märkte und Mappings, sich hier anschaut, was wird hier geladen. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch den Euronext 100 dazuladen möchte, dann klicke ich den hier jetzt aus oder an, sehe hier noch andere Listen, die hier geladen werden können, zum Beispiel von, wenn ich Teletrader habe, Teletrader Indizes, die man natürlich auch auf CapTrader dann finden kann. Und hier kann ich dann sagen, ich möchte jetzt alles hier neu importieren. Macht auch immer wieder Sinn,
hier mal zu nachimportieren, das zeige ich Ihnen gleich, okay, so der Import ist jetzt erfolgreich durchgeführt worden, geht relativ schnell, wenn vor kurzem neu geladen worden ist. Hier dauert es ein bisschen länger, wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel FX Flat nachmappen, mir die neuesten FX Flat Definitionen hier hineinladen. Das kann natürlich passieren, wenn es zum Beispiel neue Instrumente gibt, die FX Flat jetzt bietet, dann habe ich hier die Möglichkeit, hier drauf zu klicken, sagen Import, dann werden mir die ganzen FX Flat Instrumente hier neu gemappt. Das heißt, ich bin immer am neuesten Stand und ich habe die neuesten Listen von FX Flat. Und das heißt, das hier zahlt sich immer wieder aus. Was aber auch noch hier zu beachten ist, das ist hier, hat auch mit dem Futures Kalender zu tun. Das wird natürlich interessant dann, wenn man CapTrader über CapTrader dann Futures handelt. Und zwar gibt es hier, haben wir hier an der Zubehör den sogenannten Futures Kalender. Das ist ein sehr hilfreiches Tool und hier kann man sich immer wieder vergewissern, wo liegen die aktuellen Expiries der unterschiedlichen Futures. Wir haben ja, wenn man das hier drinnen hat, sehen wir ja hier sehr, sehr viele Futures, wenn man die natürlich alle manuell immer nach... Der ChinaTrader, und zwar, das ist auch extrem hilfreich hier, der ChinaTrader erlaubt, hier wirklich einen umfangreichen Futures-Handel durchzuführen. Sehr oft wird ja nur vielleicht der S&P Mini und vielleicht der Nasdaq und vielleicht noch der FDAX gehandelt. Und man hat, weil es natürlich extrem mühsam ist mit den ganzen Rollovers, die immer richtig unter Kontrolle zu halten, wann läuft wann ist die nächste Expiry und so weiter. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung, wenn man wirklich hier eingeht, zum Beispiel Interest Rates handeln möchte, man die verschiedenen US-Indizes unter Kontrolle haben möchte, die ganzen europäischen Indizes. Das sind natürlich auch Futures, die man ohne weiteres handeln kann. Überhaupt jetzt in Zeiten von ESMA, wo natürlich hier auch die Futures wieder an Wertigkeit gewinnen in Bezug auf Leveraging und so weiter, macht es natürlich Sinn, dass man sich natürlich auch überlegt, vielleicht, okay, ich handle jetzt auch mal den einen oder anderen Future dazu noch und schaue mir den mal an. Und die Futures haben natürlich die Herausforderung, dass man hier die Expiries immer kennen soll und zum richtigen Zeitpunkt auch wechseln soll. Und das sieht man auch hier, dass hier zum Beispiel automatisch mit dem Import der Instrumente, wenn ich, sobald ich Futures importiere, auch mir auch automatisch die Expiries richtig gestellt werden auf die nächste Expiry, auf den nächsten Rollover. Und das sieht man hier zum Beispiel bei Feeder Cattle. Wenn ich mir das hier mit rechter Maustaste anschaue, dann sehe ich hier die nächsten Rollovers, die hier anstellen. Und ich sage, wenn zum Beispiel letzte, der 11.2018, jetzt das größte Volumen hat, dann stelle ich mir das grundsätzlich um. Beim nächsten Mal, wenn ich hier aufmache, oder hier sieht man bereits, dass hier umgestellt worden ist. Das heißt, ich bin hier, der nächste Rollover ist am 16.11. Das heißt, ich kann mir hier auswählen, welchen Future, welche Expiry ich hier verwende und ich sehe auch, wann die genau ablaufen. Wenn eine Expiry überschritten worden ist, so sieht man das hier, so sind wir hier, ist hier rot eingezeichnet, das heißt, wir haben hier die nächste Expiry nicht auslesen können aus irgendeinem Grund vom Server und die kann ich mir jetzt aber, ich sehe, der ist hier abgelaufen, weil der steht hier auf 11.2016, die nächste Expiry ist aber der 31.8. Das heißt, ich kann mir den jetzt umstellen, der wird mir automatisch hier eingestellt und ich weiß, den könnte ich jetzt handeln, den HSI, den Hang Seng Index Futures, könnte ich jetzt handeln und er hat auch die richtige Expiry. Das heißt, ich muss mich um diese Dinge eigentlich nicht mehr wirklich kümmern. Das automatische Umstellen funktioniert mit Imports. Ich kann ja aber hier jederzeit mein Bild machen, wie welche Expiries hier die verschiedenen Futures haben. Und die sieht man auch in die Zukunft noch. Das heißt, wir haben hier eingetragen bis Ende Dezember. Wir werden demnächst hier eintragen, Januar, weil zum Beispiel ein Gold Future, da ist der Dezember Future bereits der mit dem höchsten Volumen. Das heißt, das kann man sich hier auch dann einstellen, dass man hier den Gold Future handeln
möchte, und zwar den Dezember-Kontrakt. Ich schaue mal kurz auf den Gold-Kontrakt hin. Der ist unter, wo ist man, wo sind die Metals, Interest Rates, Metals, genau. So, unter der GC, der ist eigentlich hier eingestellt auf den 29.08. Wir zeigen immer eine bestimmte Anzahl von Futures in die Zukunft. Das heißt, hier sehen wir den 8., den 9., den 10. und den 12. Das heißt, hier zeigen wir eigentlich die nächsten 4 Futures an. Es könnte jetzt aber passieren, dass zum Beispiel irgendeiner dieser Futures hier ich eine andere Expiry handeln möchte, die man hier noch nicht sieht. Zum Beispiel, ich möchte hier den 03/2019 handeln, weil der im Moment, der am meisten Liquidität hat und am meisten Volumen hat, der aber bei uns noch nicht vorhanden ist. Das heißt, hier kommen wir auch, gehen wir zurück in den, wechseln wir rüber auf den CapTrader-Arbeitsplatz. Schauen uns den ZN an. Das ist der hier. Verbinden wir wieder. So, und jetzt ist hier der 09/2018 eingestellt. Wenn ich jetzt aber jetzt den 03/2019 haben möchte, so ist der hier mal in dieser Auswahl nicht drinnen. Jetzt hat man aber hier die Möglichkeit, auch manuell einzugreifen. Und zwar hier zu sagen 03/2019. Und damit habe ich umgestellt. Das heißt, man hat hier nicht nur diese Liste, die hier zur Auswahl zur Verfügung stellt, sondern man kann hier auch manuell eingreifen. Wenn ich das hier abspeichere, bekomme ich jetzt hier schon den 2012 habe ich eingetragen, ist natürlich falsch. 2019, Moment. So, speichern. So, bekommt man jetzt hier den, zum Beispiel den 03/2019 schon angezeigt, Daten neu laden, und dann würde man auf den 03/2019 Future sein, obwohl der eigentlich nicht zur Auswahl steht. Das heißt, hier kann man noch eingreifen, falls wir nicht zu weit in die Zukunft die verschiedenen Futures anzeigen, kann man sich das hier jederzeit manuell auch auswählen. Also das hier kurz zur Kombination von Instrumentlisten und Futures-Kalender, wie das auch hier zusammenspielt. Also das heißt, immer hier im Instrument Escort, den bringen Sie entweder hier auf, wenn Sie hier oben draufklicken, dann geht er hier auf und Sie können hier einstellen. Normalerweise ist hier alles eigentlich richtig eingestellt, muss man hier nicht ändern. Man kann hier die eine oder andere Änderung machen, empfehlen wir aber nicht, dass man die Handelszeiten hier abändert oder ähnliches. Das heißt, hier hat man dieses Tool zur Verfügung. Man sieht aber eigentlich immer die ganzen Definitionen. Und wenn man importiert, dann ist man mit Sicherheit am neuesten Stand. Wir schauen immer, dass am Server bei uns die richtigen Symboldefinitionen vorhanden sind. Okay, nächster Punkt, kommen wir zu den Order Manager, Trades Manager, was man hier noch alles sehen kann, das ist jetzt gar nicht auf der Liste drauf bei mir, das sollte man aber sich auf jeden Fall auch anschauen, gehen wir wieder zurück, oder das ist immer notwendig, um herauszufinden, was habe ich eigentlich gehandelt. Moment, gehen wir auf den Arbeitsplatz rüber, auf den Flat. Oder welche Orders stehen drinnen. Hier haben wir die komplette Ausprägung von verschiedenen Konten, von den verschiedenen Trades, die ich durchgeführt habe, von den Title Trades, von den Orders, die drinnen liegen, beziehungsweise von den genauen Ausführungen. Und wenn wir hier zum Beispiel jetzt einen Trade eingehen, ich verkaufe hier Markt, habe jetzt hier eine
eine Position, eine Short-Position am Laufen. Man sieht hier Profit-Loss, man sieht hier die Ordergröße, die ich drinnen habe. So kann man sich das natürlich hier anschauen. Ich sehe hier einerseits die Ausführung, wo ich ausgeführt worden bin. Die Ausführungen sind immer dann auch interessant, wenn es hier mehrfach Ausführungen gibt. Das heißt, wenn an einem Preis nicht alles ausgeführt werden kann, sondern wenn ich Teilausführungen habe, damit man wirklich sieht, wie setzt sich zum Beispiel eine bestimmte Position zusammen, wenn ich hier einen Durchschnittspreis bekomme, der sich nicht dort befindet, wo ich die Order reingelegt habe. Natürlich, wenn ich hier eine große Anzahl von Währungseinheiten handel, dann kann sein, dass auf diesem Preis nicht alles ausgeführt werden kann. Dann sieht man in der Ausführungsliste drinnen die unterschiedlichen Ausführungen, zu welchem Preis welche Anzahl von Volumen durchgeführt werden konnte. Man sieht hier drinnen dann den Order Manager, gehen wir weiter rüber, und sieht hier, wann eine Order eingestellt worden ist, wann sie zum Schluss verändert worden ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe hier eine Kauforder, eine Limit-Order, dann lege ich die mir hier mal rein. Wir wissen ja, bei den Orders, solange sie weiß sind, sind sie noch Vorschlagsorders. Das heißt, man sieht sie hier auch im Order Manager als Pending Submitted. Das heißt, die ist noch nicht weitergeleitet worden. Das heißt, das ist eine schwebende Order, mit der eigentlich noch nichts passiert ist. Wenn ich aber jetzt hier draufklicke, dann bekomme ich hier eine Limit Buy, das heißt, das wäre eigentlich ein Target, das ich erreichen möchte. Und man sieht hier auch im Order Manager drinnen, grün sind die Kauforders, rot sind die Verkauforders. Man sieht hier auch den Status, in welchem die Order ist. Zum Beispiel, die ist hier akzeptiert worden, accepted vom Broker. Man sieht hier, wann ist sie eingegeben worden, wann ist sie zum Schluss verändert worden. Ich kann hier die Order wieder verändern und ich sehe hier dann automatisch wieder, wann habe ich die letzte Orderänderung gemacht. Das ändert sich dann automatisch auch, wann die letzten Änderungen durchgeführt worden sind. Man sieht hier immer, welche Art des Orders ist, das heißt die Order-Typ und auch den Order-Modus. Wir haben ja direkte Orders und das letzte Mal habe ich gezeigt, wir haben auch die synthetischen Orders. Man sieht hier aber auch, ist sie akzeptiert worden, ist sie zum Beispiel in dem Fall jetzt, wenn ich sie wieder rausnehme, haben wir kurz gesehen, Pending cancelled und jetzt ist sie gecancelt. Das heißt, man sieht hier auch, ich habe hier eine Order gecancelt, storniert, ist nicht mehr da. Und so kann man nachvollziehen, was eigentlich mit den verschiedenen Orders auch passiert ist. Wir haben hier Title Trades drinnen. Und zwar das ist dann spannend oder interessant, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier 10.000, ich kauf hier eine Limit Order, kaufe mich hier mit 5.000 zurück, gebe die hier ein und ich kaufe mich hier auch mit weiteren 5.000 zurück. So, wenn das der Fall ist, dann haben wir hier zwei verschiedene Orders. Das heißt, wir haben hier eine Order, wo man sich aus dem Markt rauscalt. Und hier würden wir dann, in diesen Title Trades, würden wir dann einerseits Profit Loss und so weiter vom ersten Limit sehen, beziehungsweise Profit Loss vom zweiten Limit Order sehen. Dann hätten Sie hier zwei Einträge drinnen. Da kann man nachvollziehen, wo ist man mit dem jeweiligen Trade rausgekommen, was ist der Average, der Durchschnittspreis des Trades, des Title Trades gewesen. Und hier haben wir aber den Gesamttrade am Laufen. Das heißt, da sieht man jetzt hier, wie diese Position hier ausschaut. Und wenn ich die Position hier schließe oder wenn sie dann geschlossen wird von der letzten Order oder vielleicht hier dann oben Kauf, Stop, wenn man sich hier oben dann ausstoppen lässt, falls der Markt hier zurück drauf kommt, dann würde man das hier auch sehen als im Gesamttrade drinnen mit dem Profit-Loss. Also das hier sind die einzelnen Teil-Trades. Wenn ich hier reinkomme,
beziehungsweise wenn ich hier das erste Target erreiche und dann oben ausgestoppt werde zum Beispiel, dann würde man das hier in den Teiltrades drinnen sehen. Im Trades sehe ich immer den Gesamtzustand der Position und im Endeffekt dann, was habe ich hier gewonnen, verloren im Gesamttrade drinnen. Man sieht hier drinnen offene G&V, das heißt hier, was hier erwirtschaftet worden ist, was im Moment offen ist. Wenn ich diesen Trade hier schließe, sieht man auch, dass dieser Profit-Loss, den ich hier realisiert habe, dann auch als realisiert hier angezeigt wird. Kann natürlich beides passieren, dass wenn ich hier eine Teilausführung habe, dass ich hier einen realisierten Gewinn drinnen habe, aber auch noch einen offenen G&V drinnen habe, weil ja noch nach dem ersten Target hier 5.000 offen sind und die 5.000, die wird man dann, die noch offen sind, dann in der offenen G&V sehen. Ja, und hier sieht man die Konten. Hier können Sie natürlich zwei Konten sehen bei FX Flat Cap Trader. Wenn Sie hier ein Cap Trader Konto auch noch haben, dann würden Sie hier mehr oder weniger die beiden Konten sehen. Sie sehen hier drauf, was ist hier an Cash Value drauf. Man sieht hier, was ist Daily Profit Loss, was habe ich am heutigen Tag gewonnen, was habe ich am heutigen Tag verloren. Und man sieht hier auch den realisierten Profit Loss hier eingetragen. Das heißt, hier kann man natürlich ein oder zwei Konten sehen und auch jeweils den Zustand, auch wie viel das hier am Konto noch drauf ist. Also das hier grundsätzlich zu den Tools hier, Handelsinformationen, die man sehen kann. Es gibt hier noch das Order-Protokoll. Das mache ich auch nochmal auf. Und hier im Order-Protokoll, schauen wir mal, was wir hier rausfinden. Und zwar gebe ich mal zurück, ob wir jetzt schon Trades eingegeben haben, übernehmen. Ja, hier sieht man einiges. Und zwar hier können Sie nachvollziehen, was ist passiert auf meinem Konto, das ist sehr hilfreich, um wirklich nachzuvollziehen, wo ist was passiert, welche Orders sind wohin abgeschickt worden, wann sind sie verändert worden. Und zwar hier habe ich wirklich jegliche Aktivität hier in diesem Order Manager, wenn ich hier etwas verändert habe, dann sehe ich immer nur den Letztzustand. Im Order Protokoll sehe ich alles. Und zwar, wann ist die Order zum Broker geschickt worden, wann habe ich die Bestätigung vom Broker zurückbekommen, wann habe ich sie verändert und so weiter. Und so hier kann man sehr viel Information rauslesen aus diesem Protokoll, wann etwas passiert ist, von wem etwas geschickt worden ist. Hier ist drinnen, kann man auch genau nachvollziehen, zum Beispiel Andromeda, wann ein Stop automatisch verändert worden ist über eine Strategie oder ich habe meine selbstprogrammierte Strategie eingegeben und so weiter. Das heißt, hier drinnen hat man wirklich alle Möglichkeit, sich im Detail alles anzuschauen, was ist wann, zu welchem Zeitpunkt mit meiner Order passiert. Man sieht hier die Order-ID, die wir intern im Agina Trader führen und man sieht hier auch die Order-ID, die zum Beispiel in dem Fall von FX Flat hier am MetaTrader-Server hier verarbeitet wird. Das heißt, hier kann man wirklich alles rausfinden, wenn Sie mal Unklarheit haben, was mit einer Order passiert ist, wo die genau ausgeführt worden ist und so weiter. Hier finden Sie es drinnen. Das ist ein sehr hilfreiches Tool. Das verwenden wir auch immer wieder mal, um zu anzuschauen, wenn wir eine Anfrage bekommen, auch in Zusammenarbeit mit FX Flat Cap Trader mal, wo ist was passiert, wo sind die Orders hier abgeschickt worden, wann ist was angekommen, um hier wirklich immer wieder Klarheit zu haben. Ja, diese Logs werden auch oft auch von uns angefordert, wenn Sie zum Beispiel Fragen an unseren Support haben bezüglich einer Order und wie auch immer. Also das ist hier eine sehr informative Auswertung, die man hier hat. Man sieht hier auch, wo etwas abgeschickt worden ist, ob es vom User gekommen ist, ob es vom Broker gekommen ist, ob es auch von der Applikation gekommen ist und so weiter. Also ja, gut. Okay, also das wären so grundsätzlich die Order-Logs, die Trade-Logs, die Ausführungs-Logs, Execution-Logs,
die wir im China Trader führen. Hier können Sie alles rausfinden, was zu Ihren, mit Ihren Trades passiert ist. Nächste Funktionalität, die habe ich schon mal kurz auch angezeigt, komme aber nochmal zurück. Das sind die Preisalarme, die Sie sich hier einstellen können auch. Die kann man sich einerseits, wenn man sich einen Preisalarm ist zum Beispiel, ich möchte mich hier einen, möchte mir hier einen Preisalarm setzen, wenn der Markt hier runterkommt. Kann mir hier auswählen, welchen Sound ich hier bekomme. Und zwar, das könnte interessant sein, wenn ich sage, ich möchte diesen Ausbruch handeln. Wenn der hier runtergeht, der Markt, schauen wir uns das mal an, oder wenn er, hier durch dieses Low hier durchgeht, dann möchte ich, zumindest informiert werden über einen Sound. Aber ich kann hier auch einstellen, ich möchte zum Beispiel jetzt eine, ein Pop-up bekommen oder ich möchte mir überhaupt ein E-Mail zuschicken lassen. Haben Sie hier alle Möglichkeiten dazu, dass man sich hier einen Preisalarm auch per E-Mail zuschicken lassen kann, ist natürlich dann eher interessant für den End-of-Day-Handel oder wie auch immer, eine E-Mail zuzuschicken, wenn ich im 1-Minuten-Chart bin, und habe ich natürlich hier nicht den großen Vorteil, wenn ich mir eine E-Mail zuschicken lasse, aber hier haben Sie die Möglichkeit, sich hier grundsätzlich auszuwählen, einerseits einen Grund einzugeben, wo Sie sagen, Durchbruch, so, letztes Low zum Beispiel, ja, wenn Sie das hier eingegeben haben, dann bekommen Sie auch ein Pop-up angezeigt, oder? Hier haben wir Messagebox, können Sie hier auswählen, anwählen, ob Sie jetzt eine Messagebox bekommen möchten, wenn hier dieser, oder nur einen Sound bekommen möchten, wenn hier der, der Wert hier durch diesen Preis durchgeht. Sie bekommen natürlich das auch angezeigt im Protokoll, wenn man hier rüber geht. Bekommen Sie auch die Preisalarme, wenn ein Preisalarm durchbrochen wird, auch im Protokoll hier angezeigt. Protokoll, hier sieht man ganz einfach auch, wann welche systemmäßige Nachrichten kommen hier. Hier sieht man, was genau passiert ist. Hier kann ich auch meine Arbeiten oder meine Tätigkeiten ein bisschen nachvollziehen. Wann bin ich verbunden worden, wann bin ich disconnected worden, kann ja auch mal passieren, dass irgendwo eine Verbindungsunterbrechung passiert, weil ich kein Internet habe, weil ich, weil der Server auf der Gegenseite mal weg war oder wie auch immer nicht erreichbar war. So hat man hier auch ein technisches Protokoll, wo man sieht, was ist hier im ChinaTrader passiert, welche Messages habe ich vom System bekommen. Aber natürlich auch Preisalarme, ähnliches wird hier angezeigt. Wenn ich einen anderen Sound haben möchte, kann ich hier hergehen, habe hier eine Auswahl von unterschiedlichen Sounds, kann mir hier einen anderen Sound auswählen, kann mir sagen, ja, den möchte ich jetzt sehen, dann sieht man auch, dass hier ein anderer Sound ist. Das heißt, ich kann mir, je nachdem, welchen Alarm ich mir hier stellen möchte, Preisalarm ich mir hier stellen möchte, kann man hier auch einen unterschiedlichen Sound, ein unterschiedliches Signal, Geräusch hier ausgeben lassen. Habe hier natürlich aber auch die Möglichkeit, in einem Indikator mal, schauen. Sollte gehen. Okay. Ja. Gut. Das schaue ich mir noch an. Mag sein, dass das jetzt für die Mercury-Version abgestellt worden ist, aber das sollte eigentlich drinnen sein auch. Gut. Okay. Nächste Sache zu den Preisalarmen ist hier. Man sieht hier natürlich aber auch die verschiedenen Alarme, die hier eingestellt worden sind und aber auch ihren Status. Das heißt, hier hat man auch die Möglichkeit, sich hier nachzuvollziehen, welcher Preisalarm ist gerade aktiv,
Und ich kann mit dir natürlich auch von hier aus dann abbrechen, dass er nicht mehr aktiv sein soll. Die anderen sind hier im Wartestatus und das sieht man natürlich auch hier dann in den verschiedenen Instrumenten hier, wie hier die unterschiedlichen Preisalarme hier eingegeben worden sind. Und auch natürlich, welcher Sound hier ausgegeben worden ist. Das heißt, hier hat man die ganze Information über die verschiedenen Preisalarme. Okay. Nächstes Kapitel wäre der Scanner. Wir haben ja unterschiedliche Arten von Scanner. Einerseits die Watchliste. Wenn wir hier auf Neu gehen, dann sehen wir hier einerseits die Watchliste. Ich zeige Ihnen aber die Funktionalitäten hier gleich, weil die Watchliste kann dasselbe als dieser Scanner hier drinnen kann. Ich gehe mal hier auf die Funktionalitäten des Scanners ein, der hier, was der hier eigentlich kann, was man hier eigentlich alles sich anschauen kann. Hauptsächlich Spalten bearbeiten. Das heißt, wenn man hier, man sieht hier drinnen im Scanner schon bestimmte Symbole vor, bestimmte Informationen voreingestellt. Das heißt, Sie sehen hier Symbol, Sie sehen hier Last Price, Sie sehen hier Ask Price, Sie sehen hier einen Bid Price. Das heißt, das sind Informationen, die Sie hier aus diesen Grundinformationen hier aus lesen können schon mal. Zum Beispiel Volumen, einen Spread. Sie können auch einen Kommentar eingeben, wenn Sie möchten. Das heißt, Doppelklick hier drauf, okay. Dann haben Sie hier eine Kommentarspalte und Sie können hier zum Beispiel einen Kommentar eingeben, nochmals anschauen zum Beispiel. Und haben den hiermit vorgemerkt und können sich hierüber mehr oder weniger Informationen eintragen in diese Spalte hier. Das heißt, grundsätzlich Spalten bearbeiten und Sie finden hier die unterschiedlichen Spalten, Informationen, die Sie hier eintragen können. Hier sind natürlich Bit-Size drinnen auch Informationen, die die hier auswählbar sind. Sie können aber hier natürlich auch Indikatoren auswählen. Und zwar, Sie möchten zum Beispiel jetzt sehen den RSI, den Wert des RSIs, kann man hier eingeben, RSI, gibt hier ein und man hat hier sofort zum Beispiel den RSI ausgewählt hier über die Suche. Mach hier Doppelklick, damit wird dieser Wert hier oder der RSI hier eingefügt in die Columns, in die Spalten. Ich kann mir hier auswählen, ich möchte den RSI auf 5 Minuten sehen. Ich kann auch sagen, ich möchte aber auch den RSI auf 15 Minuten sehen. Dann wieder Doppelklick her, gehe wieder hierher und sage, wähle mir hier aus die 15 Minuten. Und wenn ich sage, ich möchte auch den RSI auf Stundenbasis haben, dann nochmal Doppelklick, wähle mir hier aus die Stunde. Sage hier okay. Und bekomme jetzt hier alle Werte der verschiedenen RSIs in den unterschiedlichen Zeiteinheiten. Ja. Das heißt, hier sehe ich, wie steht der RSI auf 5 Minuten, hier auf 15 Minuten, hier auf einer Stunde. Und ich kann hier natürlich auch hin und her sortieren. Das heißt, ich sehe hier, klicke hier drauf, sehe hier, das ist jetzt der niedrigste auf 5 Minuten, sehe aber auch automatisch, wo befinden sich die RSIs auf 15 Minuten und einer Stunde. Sortiere hier um und sehe hier auch zum Beispiel, dass beim Dollar tschechische Krone ist hier der RSI auf 71, 109, ist hier auf 15 Minuten 73, also ist ziemlich weit fortgeschritten und ich sehe hier einen RSI auf einer Stunde auf 62. Das heißt, hier kann ich mir schon einiges rauslesen auch
ob ein Wert in unterschiedlichen Zeiteinheiten über oder übergekauft oder überverkauft ist. Und kann hier schon mal grundsätzlich einiges mir anschauen, zum Beispiel jetzt auf Stundenbasis raufgehen und sehe hier, Euro dänische Krone ist zum Beispiel auf Stunde auf 72, die RSI ist auf 15 Minuten auf 66, auf 5 Minuten auf 46. Jetzt kann man natürlich hier sagen, okay, man kann hier warten, bis man einen Wert findet, der überall über 70 ist, und dann kann man sich den mal anschauen, weil der hat natürlich dann vielleicht eher ein stärkeres Potenzial, hier mal längerfristiger zu fallen. Das heißt, das kann man sich hier über Sortierung machen, aber was wir auch noch in China implementiert haben, ist zum Beispiel hier auch eine Visualisierung der verschiedenen Werte hier in den Spalten. Wenn man nochmal reingeht, Spalten bearbeiten, man wählt sich zum Beispiel hier den RSI eine Stunde aus. So hat man hier auch in der Special Section hier unten die Möglichkeit, sich bestimmte Farbgebungen noch einstellen zu lassen im Scanner. Das heißt, wenn zum Beispiel der Wert oberhalb der 70er Linie ist, dann hätte ich gerne einen hellroten Farbton. Wenn aber dieser Wert zum Beispiel jetzt von über der, wenn man es jetzt in RSI nochmal anschaut, gehen wir hierher, so sehen wir nochmal die verschiedenen Linien hier. Wir haben hier die 70er Linie und wir haben hier die 30er Linie. Und ich möchte Werte sehen, wir sind hier auf einer Woche unterwegs, deswegen passt das nicht ganz zusammen hier, was wir hier drinnen sehen. Aber wenn der Wert jetzt hier über, so, okay, hier sehen Sie auch, dass wir hier jetzt drüber sind, auf einer Stunde, ich habe jetzt gerade heruntergestellt, und jetzt wird es für mich natürlich dann interessant, wenn vielleicht dieser Wert von über der 70er Linie wieder darunter geht. Das heißt, wenn ich genau den hier, den Trigger hier erwische, können hier die Werte relativ lange auch über der RSI, über der 70er Linie bleiben, und ich möchte aber genau das erwischen, wenn er jetzt wirklich unten durchgeht. Dann habe ich hier die Möglichkeit, und zwar gehen wir nochmal auf Spalten bearbeiten, auch einzugeben. Ich möchte hier aber eine dunkle Farbe haben, ein kräftiges Rot bekommen. Hier haben wir eingestellt, ich möchte einen Farbton bekommen, wenn ich über 70 bin. Den sehen wir hier jetzt schon. Ich bin hier über 70, weil auch hier eingestellt worden ist, zum Beispiel die untere Linie ist 30 und die obere Linie ist 70. Sehen wir das besser? So. Okay. Und damit sind genau diese beiden Linien hier gemeint auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass wenn ein Wert jetzt wirklich durch die 70er Linie von oben nach unten durchgeht, dann hätte ich gerne einen dunklen Farbton, ein kräftiges Rot. So, und das Gleiche möchte ich jetzt vielleicht noch erhalten, umgekehrt, wenn der Wert unterhalb der 70er Linie ist, unterhalb der 30er Linie ist, sorry, dann wähle ich mir hier einen hellgrün aus. Wenn er jetzt wirklich von unten nach oben durchgeht, durch die Linie gerade passiert ist und ich mir das anschauen möchte, dann gebe ich mir hier ein normales Grün ein. Sage hier okay. Und sehe hier auch schon Werte, die unterhalb der 30er Linie sind und die jetzt gerade durchbrochen sind. Das heißt, die jetzt gerade von unten noch nach oben durchgegangen sind. Das heißt, hier kann man sich genau das hier anschauen lassen. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn ich sage, ich möchte das Gleiche machen hier auf den 15 Minuten.
dass ich mir dasselbe einstelle und dasselbe auch mache von fünf Minuten. Weil dann hat man hier natürlich, wenn zum Beispiel alle die gleiche Farbe haben und alle gerade vielleicht am Durchbrechen sind, durch die 70er-Linie von oben nach unten oder durch die 30er-Linie von unten nach oben, dann könnte das für mich ein Signal sein. Das heißt, hier hat man solche Möglichkeiten auch im Scanner drinnen, dass man sich hier unterschiedliche Indikatoren scannen kann. Nicht nur natürlich den RSI, sondern natürlich alles andere, was hier bei den Indikatoren hier angeboten wird. Solche Dinge kann man sich hier natürlich schnell zusammenbauen und hier auch einen relativ guten Überblick bekommen über die verschiedenen Instrumente, verschiedenen Symbole, wo stehen die, mit welchem Indikator und was kann ich mir daraus vielleicht ablesen. Oder? Und kann mir hier, wie gesagt, Kommentar noch eingeben und so weiter, kann hier noch sagen, okay, der ist unter Beobachtung, damit ich es nicht vergesse, und habe hier relativ einen guten Überblick über die verschiedenen Wertesymbole, was ich daraus vielleicht ergeben könnte. Dasselbe kann man natürlich hier auch auf die Watchlist zurückkommen, wenn ich den Chart nicht brauche. Oder hier habe ich natürlich immer den Chart dabei und habe hier eine beschränkte Möglichkeit, oder sagen wir eine Ausdehnung, die ich natürlich, da bringt es nichts mehr, wenn ich das jetzt wirklich so weit ausdehne hier, denn diesen Scanner, dass ich hier fast die Charts nicht mehr sehe, weil ich halt so viele Informationen drinnen habe. Dafür gibt es halt auch noch die Watchliste. Gibt sehr viele User, die absolut nur mit der Watchliste spielen. Haben wir hier neue Watchlist und hier bekommt man mal grundsätzlich eine leere Liste vorgeschlagen. Und hier kann ich dann aber auswählen. So, Instrument hinzufügen. Und ich kann mir hier zum Beispiel eine Liste auswählen. Wie wir schon gesehen haben, gibt es einige. Und wenn ich jetzt FX Flat Forex oder zum Beispiel die German CFDs haben möchte, klicke ich hier drauf, Doppelklick, und ich habe jetzt hier alle CFDs drinnen aus der Deutschlandliste, mehr oder weniger. Und habe hier natürlich auch die Möglichkeit, Spalten bearbeiten und hier mir dann unterschiedliche Indikatoren reinzunehmen. Ich möchte mir jetzt zum Beispiel den MACD anschauen. So, in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Ich möchte mir den RSI anschauen in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Was auch immer, Parabolik, was immer man hier sehen kann. Und stelle mir hier dann einfach meine Zeiteinheiten ein, wo ich sage, ich möchte hier zum Beispiel auf 5 Minuten sehen, ich möchte hier auf 15 Minuten sehen und so weiter. Ebenfalls wieder 5 Minuten, die 15 Minuten. Dasselbe hier. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Ich zeige jetzt nur her, was man hier machen kann. Sage hier okay. Und sehe jetzt in den verschiedenen Instrumenten hier die unterschiedlichen Spalten. 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten und so weiter, der unterschiedlichen Indikatoren. Kann natürlich die jetzt auch hier drinnen wiederum mit Signalen versehen. Und kann sagen, ich möchte genau hier die Farbgebung auch drinnen haben, die ich schon vorher gehabt habe. Wenn zum Beispiel jetzt der MACD durch die Mittellinie durchgeht oder wenn er unterhalb der Mittellinie ist oder oberhalb der Mittellinie, wie auch immer. Das heißt, hier habe ich unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, RSI und so weiter und kann mir hier Signalgebungen reingeben lassen in die Watchliste und kann aber auch hier zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Wert anschauen möchte, habe ich auch hier die Möglichkeit, dass mir hier gleich auswählen lasse und mir hier auch gleich das Chart auf einer Minute zum Beispiel hier auch anzeigen lasse
und gleich auch sehe, wie schaut der Chart dazu aus. Das heißt, hier hat man genau diese Funktionalität drinnen, wo man sich einfach nur die Werte mal rauskennen lässt und danach aber auch einen Chart anschauen lassen kann, wie das jetzt genau sich auswirkt, charttechnisch, und dass ich mittlerweile auch diese Information auch visuell sehe. Okay, das so zu den Scannern. Hier kann man natürlich, gibt es noch etwas zu sagen, sortieren in der Wahl. Es kann sich natürlich immer wieder mal ein Wert auch ändern. Das heißt, ich möchte mir zum Beispiel jetzt auf MACD immer genau diese Sortierung auch ansehen. Und wenn sich der MACD ändert, dann möchte ich wieder, dass das neu sortiert wird, das Ganze. Und so habe ich hier die Möglichkeit einzustellen, ich möchte zum Beispiel, dass diese Spalte, und das kann ich aber nur machen mit einer Spalte, dass ich die alle 10 Sekunden oder alle 60 Sekunden neu sortiert. So, dann würde man hier mehr oder weniger den Trigger haben, dass ist hier diese Spalte immer nach einer bestimmten Zeit neu sortiert, neu eingestellt wird, damit ich immer diese Sortierung, die ich gerade hier eingestellt habe, immer wieder neu bekomme. Diese Möglichkeit hat man auch hier in der Mercury-Version drinnen. Neue Werte hinzufügen geht einfach. Man klickt hier drauf und gibt hier zum Beispiel, wenn man auch Aktien, das sind am meisten am leichtesten der Begriff, Apple hier zum Beispiel auch sehen möchte, ist natürlich jetzt eine Aktie, wenn man nur FX Trader hat, hat man das nicht zur Auswahl, aber sobald man zum Cap Trader dabei hat, bekommt man hier auch zum Beispiel die Aktienwerte rein. Ich kann mir natürlich eine Liste auswählen, kann die aber manuell dann weiter manipulieren und kann mir hier auch zum Beispiel einen S&P Mini Future hier dazu reingeben und kann hier grundsätzlich mir die Information auch anzeigen lassen. Man sieht hier auch drinnen, dass hier ein Dicken passiert, das heißt, man sieht auch, wo dick dieser Wert gerade hin. Sehr, sehr vereinfacht kann man sich hier auch ungefähr einen Chart auf Dickbasis auch einblenden lassen. Ich habe gerade hier eine Frage, sehe ich von, ich habe ganz bedauerlicherweise Probleme am Wochenende Mercury mit DWS Demo verbunden. Verbindung, da aber Kurse nur für 5 Tage, vorhin wieder Programm gestartet, der Wegschlüssel für DWS nicht gefunden, obwohl ich den Schlüssel eingegeben habe, beziehungsweise der war noch drin, mit wem kann ich das klären. Welchen Registrierungsschlüssel? Meinen Sie den Aktivierungsschlüssel, der Regschlüssel für die DWS, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Verwenden Sie denn das E-Demo-Konto oder haben Sie ein Paper-Konto bei CapTrader? Okay, ich warte da mal auf die Antwort. Okay. Dann würde ich Sie bitten, dazu komme ich heute auch noch, hier ein Ticket uns zu schreiben. Und vielleicht als einen Screenshot hier hinzufügen. Weil dann sehen wir, sobald ich diese Message sagt mir jetzt nicht wirklich etwas, die kenne ich jetzt nicht. Bei so etwas macht es am meisten Sinn,
dass Sie uns hier ein Ticket schreiben, kurz umreißen, worum es geht und vielleicht hier einen Screenshot dazu hängen. Weil das kommt dann bei uns rein und dann sehen wir wirklich das, was hier wirklich passiert ist und können, wenn wir ein Bild sehen, dann können wir leichter darauf reagieren. Das wäre nett, wenn Sie uns das schicken können, Herr Klemm. Okay. Nächster Punkt, den ich heute noch erklären möchte, ist kurz die Konfiguration. Gehen wir hier rein, und zwar Einstellungen. Die Kontokonfiguration haben wir uns das letzte Mal schon kurz angeschaut. Also das sehen Sie, wie man sich ein Konto einrichtet, was hier der Unterschied, wie man auf CapTrader verbindet und so weiter. Das ist hier das letzte Mal besprochen worden. Hier drinnen noch die Konfiguration, was als immer wieder wichtig ist. Oder gehen wir mal kurz durch, was man hier sieht. Hier würde ich mal sagen, dass hier vielleicht wichtig ist die GNV-Währung. Wenn Sie den GNV in einer anderen Währung sehen möchten, nicht in Euro, sondern vielleicht in US-Dollar oder wie auch immer, dann haben Sie hier die Möglichkeit, das hier einzustellen. Was ist hier noch interessant? Dazu komme ich noch. Chartskletten, das sind Details, die man relativ gut auch in unserer Wiki nachlesen kann. Ich sage mal, grundsätzlich sind hier die Dinge so eingestellt, dass es hier wirklich auch passt, dass es hier optimal eingestellt worden ist. Gehen wir hierher. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, auch ein Passwort einzugeben. Das heißt, dass Sie entweder den Algina-Trader sperren können oder dass zum Beispiel beim Start vom Algina-Trader hier das Passwort hier eingegeben wird, ein Passwort eingegeben wird, damit nicht jemand ungerechtfertigt den Algina-Trader benutzt. Man weiß auch nicht, der kleine Franzi hat hier plötzlich Spaß, macht hier den Algina-Trader auf und legt hier los. Und dann ärgert man sich oder freut sich, je nachdem, in welche Richtung es gegangen ist. Das heißt, hier hat man auch die Möglichkeit, ein Passwort einzugeben. Was ist hier noch zu sagen? Ja, vielleicht hier haben Sie die Möglichkeit, es wird ja von jedem Trade nicht nur ein Log gemacht, sondern wenn Sie hier etwas eingestellt haben, wird auch ein Snapshot des jeweiligen Trades gemacht. Das heißt, es werden hier die Trades gesammelt, mehr oder weniger visuell gesammelt, und Sie können sie sich im Nachhinein dann anschauen, wie ein Trade hier geändert hat, ausgegangen ist. Wenn man zum Beispiel hierher geht auf Trades, dann sehen Sie, müsste hier der, okay, steht hier Schnappschuss, können Sie aufmachen und Sie sehen hier mehr oder weniger den Chart, zu dem dieser Trade gemacht worden ist. Das heißt, hier haben Sie eben die Möglichkeit, das sich hier einzustellen, und zwar genau über das hier, über Einstellungen, Konfigurationsescort bei Chart, können Sie hier, sich hier einen Snapshot einstellen. Wenn Sie End-of-Day-Händler sind, haben Sie natürlich hier mehr Freude, wenn Sie einen End-of-Day-Chart drinnen haben. Wenn Sie Intraday-Trader sind, möchten Sie wahrscheinlich eher einen Intraday sehen. Chart sehen hier. Das sind einfach ein paar Einstellungen, die man dann auf dem Chart hier, auf diesem Snapshot hier sieht, zu jedem Trade. Was ist hier noch zu sagen? Fällt mir jetzt nicht wirklich dazu etwas ein im Detail. Vielleicht hier, genau das ist hier auch noch wichtig, habe ich das letzte Mal schon auch kurz erklärt, ist hier die Einstellung der Defaultgrößen. Wenn Sie Aktien, CFDs, wie auch immer handeln möchten, welche Defaultgrößen hat man im Forex und im Future. Das heißt, das ist hier einfach einzustellen, was immer hier Defaultgröße angezeigt wird. Den Action Bar, hier haben Sie die Möglichkeit, ganz einfach einzustellen auch, haben wir das letzte Mal schon durch, ich gehe jetzt drüber,
auf einen Chart, wie eben diese Action Bar hier eingestellt werden soll. Wenn Sie hierher gehen auf Einstellungen, Konfigurations-Escort, dann auf Action Bar, können Sie hier die allgemeinen Einstellungen machen, die global gültig sind. Was Sie hier sehen möchten, Zeiteinheiten, haben wir das letzte Mal auch schon ziemlich durch, nur um das hier nochmal zu sehen. Wenn Sie es hier speziell nur haben wollen für dieses Chart, dann können Sie hierher gehen und können sich hier den Action Bar hier speziell einstellen. Und wenn Sie es aber global haben möchten, diese Einstellungen, die Sie hier für den Action Bar gemacht haben, zum Beispiel, Sie möchten sich jetzt hier einen Indikator dazulegen, haben wir schon heute schon durch, den RSI. So, den da und vielleicht den MACD noch. Für die Leute, die das letzte Mal nicht dabei waren, hier zu sagen, okay, übernehme ich mal und ich möchte das jetzt nur hier auf diesen Chart sehen, dann gehe ich hierher und ich habe hier eine RSI und MACD hier eingestellt. Wenn ich hier sage Apply for All, dann sieht man das überall in allen Charts, die hier irgendwo angezeigt werden. Das ist auch die globale Einstellung. Das heißt, hier kann man aus dieser Einstellung heraus, Konfigurations-Escort, kann ich immer auch die globalen Einstellungen durchführen. Ja, hier, wir haben in der Mercury-Version nur die Preisalarme, Zeitalarme, Indikatorenalarme und so weiter. Die gibt es dann in den höheren Versionen. Sie können hier einstellen, wie Sie die Alarme zugeschickt bekommen möchten. Sie möchten einen Messagebox bekommen, Nachrichtendialog, Sie möchten einen Sound bekommen. Das sind auch wieder diese globalen Einstellungen und Sie können es natürlich dann für jeden Alarm selbst individuell einstellen, wie Sie es dann haben möchten. Hier haben Sie die globalen Einstellungen dafür. Hotkeys haben wir auch schon durch, wie gesagt, hier die verschiedenen Hotkey-Einstellungen. Wir haben hier das letzte Mal in den Charts, habe ich Ihnen gezeigt, welche Möglichkeiten in den Charts bestehen. Sie sehen aber, wir haben hier eine relativ große Anzahl von unterschiedlichen Kategorien, Chartpads, Bar-Types, Zeichenobjekte und so weiter, Instrumentlisten, Standardindikatoren und, die Sie mit über Hotkeys bedienen können auch und hier sich mehr oder weniger ihre Einstellungen machen können. Zu den Instrumentlisten, das ist eine relativ spannende Sache für die Andromeda-Version, da werde ich dann noch das nächste Mal darauf eingehen, was man hier mit Instrumentlisten machen kann, um hier wirklich eine effiziente Marktvorbereitung auch über die Andromeda-Version zu zeigen oder machen zu können. Ja, das hier zudem, TradersYard ist ein eigenes Thema, das werde ich auch mal vorstellen, was man über TradersYard machen kann. Ich nehme mal an, das wird so die Folgeveranstaltung werden, dann nachdem die Andromeda-Version vorgestellt worden ist, dass wir als nächsten Event dann mal kurz auf die TradersYard-Funktionalitäten eingehen, die man über den ChinaTrader nützen können. Eine sehr interessante Geschichte auch und entwickelt sich immer mehr und wird immer mehr und mehr genützt auch, dass man sich ganz einfach über TradersYard zusammenschließen kann, mit anderen Tradern sich untereinander austauschen kann, visuell und audiovisuell und so weiter. Ganz spannende Sache hier, TradersYard. Okay, das hier grundsätzlich zu den Konfigurationsmöglichkeiten. Wie gesagt, bitte einfach durchschauen. In der Wiki kann man sich das Ganze hier relativ einfach raussuchen und auch herausfinden, welche Funktionalitäten haben welche Auswirkungen oder welche Einstellungen haben welche Auswirkungen im MachineTrader. Eine Sache, auch um sich hier, was natürlich auch immer wieder gefragt wird, ist Programmierung. Es gibt natürlich sehr viele User, die können auch programmieren, man möchte sich seine eigenen Indikatoren vielleicht programmieren und so weiter. Und da gibt es hier im MachineTrader auch die Möglichkeit, auch für die Leute, die programmieren können, natürlich ist das. Wie gesagt, wir haben hier auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits bieten wir ab der Mercury-Version die Programmierung an. Das heißt, dass man hier wirklich über ChinaScript sich Indikatoren programmieren kann. Da gehen wir hierher auf zum Beispiel Indikator. Ich möchte mir hier einen neuen Indikator programmieren. Hier auf Neue.
und habe hier meine Einstellung, Trendindikator, wie auch immer. So, kann mir hier einstellen, wo soll dieser Indikator gezeigt werden. Das heißt, wenn ich hier sage im Chart Panel, dann wird er mir hier im Chart angezeigt. Wenn ich sage im Indicator Panel, dann wird er mir hier unten angezeigt. Habe hier dann die Möglichkeit, Parameter einzugeben. Parameter 1, da kann auch zum Beispiel die Periode sein, wo ich sage, ich möchte hier zum Beispiel grundsätzlich eine 20er Periode haben. Ich kann mir hier meine Outputs, das heißt diese Linien hier eingeben. Wenn man sich den RSI anschaut, kann ich sagen, hier Output 1 hat diese Farbe, ist eine Linie. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Ausgabemöglichkeiten sich hier einzugeben, auch hier die Farbe auszuwählen, was auch immer Sie hier gerne haben möchten. Sagen wir, das ist der Trend und das ist der Trend Average. Wenn es hier vielleicht die Möglichkeit gäbe, einen Durchschnittstrend irgendwie anzuzeigen, Durchschnitt, so, und kann mir hier auch dafür meine Einstellungen zu machen, ich möchte hier rot haben vielleicht und so weiter. Das heißt, das ist hier grundsätzlich mal die Parameterauswahl. Da oben wahrscheinlich, ja. So, okay, so. Und das ist hier zum Beispiel die Anzeige, falls ich solche Level Lines habe wie im RSI, dass ich sage, ich möchte mir hier eine Level Line 1, Level 1, Level 2. Wo ich hier eingebe, der Level Line 1 ist auf 60 und die ist auf 40, aus welchem Grund auch immer. So, dann habe ich grundsätzlich mal die Vordefinition gemacht. Sage hier okay. Und nun springt hier dieses Pop-up hier auf. Das heißt, das ist hier die Programmierumgebung, die wir eingerichtet haben, falls jemand den das Microsoft Visual Studio nicht implementiert hat. Man sieht hier, wie diese Definitionen sich hier auswirken, die ich eingegeben habe, die Periode 20, die Output, ich habe hier einen Trend, ich habe hier einen Trenddurchschnitt, ich habe hier eine Level Line 1, Level Line 2 und es ist hier schon mal vorgewählt, dass ich hier die Series drinnen habe, in Series 1, in Series 2. Das heißt, das muss man natürlich wissen, was das Ganze ist, wenn man hier programmiert. Aber nur, dass man es mal sieht, kann man hier zum Beispiel als zweites, gebe ich mal ein, den SMA, gebe hier eine Periode ein, 20, so. Und habe hier eigentlich einen ganz simplen Indikator programmiert, der im Moment nichts kann. Gehe hier auf Bild, damit hier, wird hier kompiliert. Sehe hier darunter, da braucht immer ein bisschen, sehe hier darunter, ob ich hier einen Programmierfehler habe oder nicht. Das ist hier mal eine einfache Programmierumgebung. In der Mercury-Version, Sie können sich hier Ihre Indikatoren programmieren, die man natürlich dann hier auch anzeigen kann im Chart. Jetzt haben wir diesen Trendindikator, der kann jetzt natürlich nichts, aber nur mal um zu sehen, dass man den natürlich aber auch schon im Chart sieht. Ich gehe hierher, ich wähle mir hier aus, programmierte Indikatoren, sehe hier den Trendindikator, wähle mir den hier aus, habe hier schon mal vorgestellt 20, die Periode, die wir eingegeben haben und sehe hier auch meine verschiedenen Linien. Sehe hier die Ausgaben, wo sie dann ausgegeben werden. Gehe hier ein New Panel zum Beispiel, das heißt, es wird hier übernommen und man sieht hier, einmal grundsätzlich, dass man sieht schon irgendetwas, dass hier sich grundsätzlich eine Linie bewegt, oder? Ganz unten. Das heißt, ganz simpel
auf 1,60 bewegt sich was, wenn man hier also um diese 40 noch rausnehmen würde, dann würde man hier unten, machen wir jetzt auch, dass wir das hier entfernen, damit sich auch sehen, wie sich dieser Indikator hier grundsätzlich auswirkt. Ich nehme jetzt hier diese beiden Dinger hier weg, weil es für diesen Wert zu hoch ist. Gehe hier nochmal auf Bild. So, kann hier schauen, ich habe keinen Fehler bekommen. Passt. Mache hier einen Reload. Den muss ich jetzt natürlich rausnehmen. So. Holen wir den jetzt wieder rein. Diesen Indikator, programmierte Indikatoren, Trendindikator übernehmen. Und ich sehe jetzt hier schon mehr oder weniger einen Indikator, der irgendwas herzeigt mit einer Durchschnittslinie und mit dem aktuellen Kurs. Eigentlich, was wir hier gemacht haben, ist, dass wir hier den Schlusskurs des Charts hier auf dem Indikator verbannt haben. Grundsätzlich kann man hier schon einiges programmieren drinnen. Nur was wir in Machina noch drinnen haben, ist genau eine Sache, die extrem hilfreich ist, und zwar, jetzt gehen wir auf den Konfigurations-Escort. Sie können sich, und zwar das haben wir auch in unserer Wiki drinnen, wie man sich den installiert, aber Visual Studio verwenden. Ich sage hier OK. Und wenn man jetzt hier auf Programmierung geht, ich mir meinen Trendindikator jetzt auswähle, dann sieht man hier jetzt Opening Visual Studio. So, blinkt auch schon offen. Und jetzt habe ich genau hier das, was ich gemacht habe, vorher in unserem selbst programmierten Programmierumgebung mehr oder weniger, sind wir jetzt in der Microsoft-Umgebung und haben hier wirklich eine professionelle Programmierumgebung, die alles spielt, was man in der Programmierung braucht. Und das ist eben eine Sache, die haben wir auch schon in der Mercury-Version drinnen. Das heißt, falls jemand wirklich hier von Ihnen programmieren möchte, Ihre eigenen Indikatoren programmieren, so haben Sie hier wirklich, wenn Sie eben genau Microsoft Visual Studio sich installieren, hier dann das Häkchen setzen, kommen Sie automatisch hier rein und können von hier aus programmieren. Herr Grimm, welche Eingabemaske möchten Sie sehen? Die Programmierumgebung? Ah, okay. Ich nehme mal an zum Support. Ja, okay. Da kommen wir gerade hin. Und zwar Support im Machina Trader. Sie haben hier oben die Support-Taste, den Support-Button. Wenn Sie hier auf den Pfeil draufklicken, das wird sich in der nächsten Version, in der 2.06er dann auch ändern, haben Sie, wann immer Sie hier draufklicken, kommen Sie in dieses Menü. Und in diesem Menü hier drinnen sehen Sie einige Auswahlfelder. Das heißt, wenn Sie hier draufdrücken, dann geht automatisch Machina Space auf. Machina Space ist so grundsätzlich unsere Ausbildungsplattform, die wir haben, wo Sie sehr viel Information finden rund um Machina. Sie gehen hierher auf die Hauptseite, auf die Landingpage, und was Sie hier drinnen finden, ist die FAQs. Das heißt, hier sehr viele Fragen, die uns regelmäßig gestellt werden. Das heißt, hier finden Sie schon sehr viele Antworten. Wenn Sie hier zum Beispiel draufklicken, sehen Sie Verbindungen richtig herstellen zum Broker-Datenfeed, bekommen hier gleich die Antwort, dann gehen hier drauf und landen gleich in der Wiki am richtigen, in der richtigen Seite und müssen nicht mehr lange suchen. Klicken hier drauf, kommen wieder zurück. Das heißt, hier dieser Button, wo sie rausgegangen sind. Das heißt, wir haben hier im Machina auch einen kompletten Webbrowser implementiert, der hier dann aber auch auf unsere Online-Wiki hier zugreifen kann. Und da würde ich Sie bitten, auch davon
Gebrauch auch zu machen, sich das hier anzuschauen, was bietet der Agena. Haben hier einerseits sehr viel an Online-Ausbildung drinnen, braucht ein bisschen in Form von Videos, die Sie sich durchschauen können, erste Schritte in Informationen, Marktdaten, Broker, Verbindungsanleitungen und Datenfeeds und so weiter. Das heißt hier Arbeitsplatz, Charts, weitere Analysefunktionalitäten, im Trading einige hilfreiche Funktionalitäten. Das ist hier dann hauptsächlich für nächste Woche dann Agena Trader Plus Plus, Conditions und Signale, allgemeine Informationen und so weiter. Das heißt, hier finden Sie eine Anzahl von vielen Webinaren, die wir gehalten haben, von vielen Videos, die Sie hier sich anschauen können. Was wir hier auch bieten, ist zum Beispiel ein kurzes Handbuch. Kurz ist gut gesagt, das haben, glaube ich, ca. 70 Seiten. Auch mal durchlesen hier diese Funktionalitäten. Hier finden Sie auch schon relativ viel Information, wie man sieht, 72 Seiten. Hier sehen Sie schon einmal auch, was macht Sinn, was kann man sich anschauen. Nicht die ganze Wiki durchzusuchen, sondern hier aufgrund dessen draufklicken und schon mal die eine oder andere Information auch zu bekommen. Zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man sich hier damit schon auseinandersetzt und sich hier auch mal die eine oder andere Funktionalität sich zu Gemüte führt im Agena Space. Sie sehen hier die ganze Online-Dokumentation. Was bieten wir? Hier grundsätzlich vollständige Wiki-Hilfe und so weiter. Das heißt, hier können Sie sich durcharbeiten. Hier haben wir bestimmte Themen ausgewählt, die vielleicht nicht in die FAQs, in die oftmals gestellten Fragen reinkommen, sondern wo wir sagen, das wäre eigentlich auch wichtig, wo wir schon sehen, das könnte Ihnen weiterhelfen und haben hier bereits Themen zur Verfügung gestellt, Datenfeeds, technologische Anbieter und so weiter, sind Arbeitsplatzeinstellungen, was wir heute schon durch haben, Instrument Escort, klickt man hier drauf, kommt gleich hin und sehe hier bereits, welche Einstellungen man machen kann und so weiter. Das heißt, man ist eigentlich mit einem Mausklick relativ schnell dort, was man eigentlich sehen möchte. Man muss nicht unbedingt in der Wiki jetzt suchen, und um etwas zu finden. Drum, den haben wir das letzte Mal ja auch durch. Was wir aber hier noch drinnen haben in der Wiki, ist das, dass Sie hier zum Beispiel den Google Search eingebaut haben. Und wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich irgendwas zum Instrument, Schlagwort Instrument suchen, finden möchte, gehe ich hier drauf und ich finde hier, wie in Google gewohnt, alles zum Schlagwort Instrument und kann mir hier mehr oder weniger wie in Google das raussuchen, und Sie bekommen aber nur die Hits, die gefunden werden, innerhalb unserer eigenen Webseite bzw. innerhalb unserer eigenen Wiki. Das ist eine sehr hilfreiche Funktionalität in unserer Wiki. Das heißt, ganz einfach, wenn Sie hier drauf sind, in Wiki, ich zeige Ihnen nochmal, wo Sie dann genau hinkommen, egal, entweder von hierher oder eine dieser Fragen hier oder Schlüsselworte, nachdem man hier suchen kann, kommen Sie in die Wiki hinein. Wenn Sie einen bestimmten Schlagwort suchen, hier ganz einfach eingeben und habe hier die Möglichkeit, nach verschiedenen Schlagworten einfach hier suchen, CFDs, Aktien, wie auch immer, was Ihnen einfällt, und Sie bekommen dann die Hits. Also hier ist man dann relativ schnell auch am Ziel, um sich die eine oder andere Frage dann auch selbst mal zu lösen. Ja, was gäbe es noch zu sagen zu dem Live-Trading-Webinare sind natürlich auch immer wieder interessant. Hier sehen Sie, was steht gerade an, welche Webinare bieten wir im Moment. Wir sind auch sehr aktiv. Wie man sieht, wir haben am 18., am 20., am 21., am 25., 27., 28., 1. September und so weiter. Das heißt, hier sind wir auch relativ rege. Hier sind wir natürlich auch immer wieder bedacht darauf, dass wir hier Informationen anbieten, wenn hier ein Trading-Webinar, sonst ein Webinar vorgestellt wird. So sehen Sie das hier auf unserer Agena Trader Webseite, aber auch hier
grundsätzlich, wenn Sie auf Traders-Yard gehen, das ist, was ich vorher schon kurz angesprochen habe, ist genau das, dass Sie natürlich hier, das werde ich dann in einem separaten Webinar mal erklären, was Sie hier mit Traders-Yard machen können, welche Informationen Sie hier finden. Hier bildet sich eine Trader-Community, die sich untereinander austauschen, wo News gepostet werden, wo Charts gepostet werden, wo man hier neue News sieht aus aller Welt, was wir hier zu sagen haben, unsere eigenen User hier immer wieder mal posten und so weiter. Das heißt, hier haben Sie auch ein großes Informationsfeld von Neuigkeiten, die man hier findet auf rund um Machina Trader, aber nicht nur rund um Machina Trader hier in Tradersyard. Tradersyard ist eine offene Plattform, wo sich jeder, der auch keinen Machina Trader hat, sich hier drinnen tummeln kann und sich hier mehr oder weniger mit anderen Leuten austauschen kann. So, dann wäre ich mal grundsätzlich durch mit meiner Vorstellung von heute. Habe so auch die Seite Funktionen grundsätzlich durch. Möchte mal fragen, ob Sie noch Fragen haben, ob es von Ihrer Seite noch etwas gibt. Ein bisschen was ist schon abgehandelt worden. Ansonsten wird es ja Folgewebinare geben. Wir haben vor, natürlich jetzt die Andromeda-Vorstellung von nächster Woche, die wird kommen zum gleichen Zeitpunkt. Ich werde mit Andreas darüber reden, ob wir hier dann Tradersyard eine Vorstellung machen. Das ist natürlich auch interessant. Und wir werden dann immer wieder weitere Themen auch machen. Was wir auch vorhaben dann in Zukunft ist, das eine oder andere Live-Trading mal zu machen. Auch über meinen Handelsansatz, über das Location-Point-Trading hier mal etwas zu zeigen und so weiter. Also das heißt, immer wieder mal aktiv zu sein mit FX Fat Cat Trader, der Mercury-Version, um hier das eine oder andere auch Ihnen zu zeigen, auch wie man sie anwendet und so weiter. Das ist geplant und soll in nächster Zeit auch stattfinden. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich sehr herzlich beim Andreas wieder bedanken. Der musste heute schon weg, das heißt, er kann die Schlussworte nicht mehr halten. Wir haben jetzt wieder circa 1,5 Stunden verbracht mit Funktionalitäten des Agena Trader Mercury. Das heißt, mit den letzten 4 Webinaren insgesamt heute haben wir jetzt schon circa 6 Stunden Material, Erklärungen, was die Mercury-Version kann. Da steckt schon einiges drinnen an Funktionalität. Damit kann man extrem gut arbeiten und ist wirklich eine sehr handliche und sehr umfangreiche Version. Drum, wer noch keine hat, auf der CapTrader bzw. FXFAT Webseite gibt es die Download-Möglichkeit. Probieren Sie sie ganz einfach aus. Die Mercury-Version gibt es auch völlig kostenlos. Dann zu CapTrader FXFAT, wenn Sie dort ein Konto eröffnen und drüber handeln. Ja, würde mich freuen, wenn ich Sie beim nächsten Mal wieder im Webinar begrüßen dürfte. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Vielen Dank.